Und genauso wie das zu elektromagnetischen Wellen führt, führt es zu Gravitationswellen. Das heißt also, eine bewegte, eine beschleunigte Masse führt dazu, dass weit außen die Raumzeit schwingt, wegen dieser endlichen Lichtgeschwindigkeit. Ja, und das hat also bereits Einstein, bereits 1917, also ein Jahr nachdem er die allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt hat, bereits erkannt. Er hat also eine Schwachfeldnäherung gemacht, also die Einsteinschen Feldgleichungen. Das sind also die Gleichungen, die, ja, primitiv gesagt, die Masse- und Energiedichte mit der Raumkrümmung verbinden. Also in den Einsteinschen Feldgleichungen ist es so, dass Masse und Energie den Raum verkrümmen, also die vierdimensionale Raumzeit verbiegen. Und Massen bewegen sich in dieser verbogenen Raumzeit auf den verallgemeinerten geradlinigen Linien, Geodäten. Also das heißt, auch wenn es immer heißt, die allgemeine Relativitätstheorie ist ungeheuer schwierig und die verstehen nur wenige Leute, dann ist es physikalisch nicht richtig. Physikalisch ist es wirklich so, dass die allgemeine Relativitätstheorie nur sagt, Masse und Energie, wenn ich jetzt hier eine Masse habe oder auch eine Energieform, dann wird die Raumzeit verbogen. Das heißt, wir haben also nicht mehr einen normalen Raum, so einen einfachen, flachen Raum, wie wir uns das vorstellen, sondern einen verbogenen Raum, den wir uns natürlich als dreidimensionale Wesen nicht vorstellen können. Und das ist das Problem. Einen verbogenen Raum, und in den verbogenen Raum bewegen sich die Massen auf Geodäten, auf geradlinigen Verbindungen der Raumzeit. So. Und die Schwierigkeit an der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Mathematik. Denn wir müssen jetzt die Mathematik erfinden für gekrümmte Raumzeiten. Das hat der Riemann gemacht und Ricci gemacht, also diese alten Mathematiker, die haben ein Tensorkalkül gemacht und das kann man anwenden. Und diese Mathematik, die ist eine der schönsten Mathematik, wunderschön, aber sauschwer. Also ich war in Mathe und Physik eigentlich immer gut, nie Probleme, aber ich habe ein Jahr gebracht, ein gutes Jahr gebracht, wo man wirklich intensiv sich damit beschäftigen muss, dass man diese Mathematik versteht, die man natürlich braucht, wenn man was ausrechnen will. Aber anschaulich ist sie wirklich nicht so schwierig, sondern man muss einfach sagen, Raum wird verbogen und der verbogene Raum sagt, wie sich die Massen bewegen. So, und das heißt also, Einstein hat jetzt diese komplizierte Gleichung für schwache Felder linearisiert, das kann man also vereinfachen, wenn schwache Felder sind, und dann kam raus, dass diese komplizierte Feldgleichung, die man heute immer noch nicht lösen kann, wo sich immer noch die Physiker und Mathematiker die Zähne ausbeißen, dass diese Gleichung so ähnlich aussieht wie in der Elektrodynamik, wie bei Maxwell-Gleichungen, und es gibt Wellengleichungen und es gibt ein paar Wellen. Das heißt also, Einstein hat bereits 1917 vorhergesagt, dass es Wellen geben muss. Und diese linearisierte Theorie, die wurde dann weiterentwickelt und war 1925 im Prinzip fertig. So, jetzt muss man sich mal überlegen, zwei Dinge. Wie viel strahlt denn so eine beschleunigte Masse ab? Das hat Einstein sich auch überlegt. Also genauso wie Sie eben sagen können, ein Sender, ein Radiosender, ein Mittelwellensender, der strahlt, was weiß ich, ein Megawatt ab, kann man sich ja überlegen, wenn ich jetzt eine Masse hernehme und die beschleunigt bewege, wie viel Energie strahlt die ab? Und wenn man das ausrechnet, dann ist die Sache außerordentlich peinlich, nämlich furchtbar wenig. Stellen Sie sich mal vor, man möchte es im Labor nachweisen. Also wie man halt ganz einfach elektromagnetische Wellen im Labor nachweisen kann, indem man halt eine Ladung rauf und runter beschleunigt und dann sieht man halt elektromagnetische Wellen, könnte man sagen, lassen wir halt im Labor, nehmen wir halt eine Tonne Bleikugel und bewegen die schnell rauf und runter und schauen, dass wir Wellen finden. Wenn Sie sich einen Stab nehmen, 1000 Tonnen schwer, 100 Meter lang, und lassen den so schnell rotieren, kurz bevor es ihn durch die Zentrifugalkraft zerreißt. Also ein extrem gefährliches Experiment. 1000 Tonnen Eisenstab, 100 Meter lang, dann können Sie den in der Sekunde dreimal rotieren lassen, bevor er auseinanderfliegt. Also das schlimmste Experiment, ich würde da sehr weit weggehen bei so einem Experiment, dann können Sie ausrechnen, dass dieser rotierende Stab 10 hoch minus 26 Watt emittiert. Also ein Watt, nicht? Das ist, wir haben Glühbirnen hier, was weiß ich, 500 Watt. Und der emittiert 10 hoch minus 26 Watt, also 0,2501 Watt. Also überhaupt nichts. Und selbst unsere Erde im Umlauf um die Sonne, das ist ja auch eine beschleunigte Masse, und das ist immerhin die dicke Erde, die da um die Sonne rumläuft mit 30 Kilometer pro Sekunde, emittiert 200 Watt. Also damit können wir nicht einmal den Scheinwerfer betreiben. Und der Jupiter, der dicke Jupiter, emittiert 5300 Watt an
Gravitationswellenenergie, wenn er als beschleunigte Ladung rumläuft. Ja, und das heißt also, das hat dazu geführt, dass Einstein gesagt hat, wird man nie messen können, nie sehen können. Also Einstein war total pessimistisch und gesagt, die gibt es zwar, die Wellen, und die kommen aus meinen Gleichungen raus, aber wir haben sicher keinerlei Chance, irgendwie Gravitationswellen mal zu messen oder mit denen irgendwie Physik zu machen. Denn es kommt ja noch viel schlimmer.